Wenn du morgens aufsteigst am Bike und da die totale Freiheit genießen kannst. Das ist schon brutal. Ja, nein, das ist schon wirklich was Herrliches gewesen. Wir haben ein traumhaftes Wetter gehabt, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist fast zu schön für die Gamsjagd. Und dann geht man die ersten Schritte am Bike, spürt erst einmal jeden Knochen. Und dann geht man sich so langsam ein. Der Berufsjäger mit großen Schritten voraus. Mal schauen, dass man dranbleibt. Das ist jedes Mal eine große Herausforderung. Das ist eigentlich auch das Schöne beim Gehen am Berg, wenn man nicht nur schaut, dass man auf die Hütte kommt und auf den Grat und auf den Gipfel, sondern wenn man immer geht und stoppt, man hat wieder einen Anblick. Das Glas geht vor die Augen. Sieht man da ganz stehen, sieht da ganz stehen und spricht sie alle an, genießt den traumhaften Anblick. Ja, und man muss einmal von Gams vorbeigehen können, wenn er wie so ist, um die 10 Jahre hat. Und sagt, boah, der bringt vielleicht noch was, dann sage ich, okay, der soll 13, 14 oder 15 Jahre alt werden. Und das ist das Schöne. Ich muss ihn nicht schießen. Und irgendwann passt dann, irgendwann kommt die richtige Gams, die passende Gams. Dann steht sie spitz, dann steht sie schräg, dann verschwindet sie wieder in den Latschen. Du musst ja auch alle Sinne beieinander haben. Und dann hast du gesagt, Flo, jetzt passt's. Und sauber drauf. Dann geht man hin zum Wild, fasst in die Krücke und sieht, es liegt das Richtige. Was schön ist halt das, wenn es so alt ist. Das muss ich ehrlich sagen, wenn es so alt ist, dann hast du wirklich eine Freude. Dann machen wir die Strapazen nichts mehr aus, weil dann weißt du, was du jetzt da hast und den Bestand nicht gefährdest und das ist wichtig. Geht es ans Aufbrechen, fertig machen. Meistens festspannen wir dann noch kurz was, bereiten uns auf den Abstieg vor. Aber das macht die Gamsjagd aus, dass sie körperlich so fordernd ist. Man muss sich das Wild wirklich erkämpfen, muss auf die Zähne beißen. Es hilft nichts, wenn man aufgeht, man muss auch wieder runter. Man muss mit dem Gams am Rücken runter. Es ist ein Kampf. Und das ist ja die Schöne an der Sache. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Strapazen machen es aus. Du gehst so viel am Berg, aber für mich, ich komme schon wieder jedes Jahr wirklich an die Grenzen meiner Belastbarkeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber genau das macht's aus. Der Kampf ums Wild. Und wenn man dann einen Abstieg geschafft hat und abends zusammensitzt und Brotzeit macht, man merkt, wie die Glieder schwer werden, wie man müde wird und sich dann eigentlich nur noch aufs Bett freut und schlaft wie ein Engel. Das sind ganz, ganz große Tage.